Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen wieder mal ein kleines Ründchen Advance Wars. Wir befinden uns hier gerade im Winterwunderland, wie es auszusehen scheint. Hat allerdings den Hintergrund, dass wir gegen Olaf spielen und er seine Grabe genutzt hat. Genau, denn so heißt das ab jetzt. Wir haben diesen Zug schon das letzte Mal beendet. Und jetzt gucken wir mal, was Olaf aus der Situation rauszaubert. Denn er ist ja gar nicht vor diesem Schneefall jetzt betroffen. Was ich persönlich ziemlich gemein finde. Und der Schneefall hält ja hier jetzt auch länger als nur einen Tag. Ich glaube, in Advance Wars 2 oder in der Kampagne auch hier schon, ist es ja sogar so gewesen, dass der Schneefall nur einen Tag hält. Und hier ist er ein bisschen mehr overpowered, wie es mir scheint. Was ich nicht gut finde. So, schicken wir erstmal den nach oben zum Reparierservice. Denn so ein voll aufgeladener Raketenwerfer gefällt mir doch ein Stückchen besser als so ein angeschlagenes Gerät. Ja, ziemlich fies, dass wir auch unsere eigene Gabe nicht benutzen können. Ich weiß gar nicht, was Nell da wieder angestellt hat. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was die Gabe von Nell überhaupt ist. Also, ja, keine Ahnung, was die so für Spezialfähigkeiten besitzt. Naja, probieren wir erstmal hier ein bisschen Einheiten wegzuräumen von dem guten Olaf, dem Winterbären. Ich habe ein bisschen Schiss vor den zwei Kampfpanzern und dem Raketenwerfer, den der alte Spinner hier noch rumstehen hat. Aber hier kann ich schon mal gut angreifen, ohne Angst haben zu müssen, einen Konterangriff ins Gesicht geschlagen zu bekommen, weil der Kampfpanzer von ihm kann nicht hinfahren, was ich gut finde. So, sollen wir dann versuchen, hier auch gleich zu besetzen, oder? Ne, dann greift er den bestimmt an, oder? Ich stell mal... Ich weiß ja nicht, wie das bei Transport-Helis ist, aber beim TTP ist das ja so, wenn ein TTP zur Auswahl steht, dann wird immer der zuerst angegriffen vom Gegner. Und jetzt bin ich mal gespannt, wen dieser Kampfpanzer jetzt angreift. Den besetzenden Infanteristen oder den Heli. Kann er überhaupt Helis angreifen? Ja, kann er. Zwar nicht sehr effektiv, aber er kann Helis angreifen. So, kann ich hier noch den vielleicht komplett wegräumen? Das wäre natürlich genial. Da kann auch mein angeschlagener Kampfheli noch ein bisschen hier zu seinem Erfolgserlebnis kommen. Wunderbar. Brauche ich den Missiles überhaupt noch? Ja, er hat hier oben noch einen Heli. Weiß noch nicht so ganz genau, was er mit dem anstellen möchte, aber er hat bestimmt noch ganz geschickte Pläne mit denen vor. Er hier darf gerne nochmal da stehen bleiben, denn da wird er regeneriert, da heilt er sich in der Basis. Und Heilung ist richtig, richtig genial. Oh, man kommt ja richtig weit hier im Schnee. Das ist ja eine Schande. Das darfst du ja niemandem sagen. So. Was? Es schneit nicht mehr! Ich habe nicht genug Zeit, meine Kraft wieder zu erlangen, aber ich habe sie das Fürchten gelehrt. Auf, meine Soldaten, auf! Lasst ihnen keine Zeit, sich neu zu gruppieren. Macht sie fertig! Ah, endlich ist der Schnee zu Ende. Und er greift tatsächlich den Helikopter an. Du bist ein ganz schön großer Idiot, Olaf. Also der Infanterist wäre wesentlich sinnvoller gewesen. Aber gut, dass ich das jetzt auch hier durchschaut habe. Also TTPs. Also grundsätzlich immer Transporteinheiten werden bevorzugt. Du hast lange genug durchgehalten. Es schneit nicht mehr. Bleibe dennoch auf der Hut. Olaf hat noch immer viele Truppen. Du musst dich neu formieren. Ja, und besonders viel Schiss habe ich ja vor dem Kampfpanzer hier oben. Aber vielleicht kann ich den jetzt ja sogar mit meinem eigenen Kampfpanzer attackieren. Nein. Oh, das ist aber auch ein Mist, ey. Na gut, positionieren wir uns trotzdem mal hier. Und ihn hier bringen wir in Sicherheit irgendwo hin, wo der Kampfpanzer auch von ihm hoffentlich nicht hinkommt. Ich hoffe mal, der kommt nicht so weit. Nee, weil im Wald bewegen sich Kettenfahrzeuge total blöd. Und deswegen bin ich im Wald ziemlich vor ihm geschützt, weil er da nicht weit kommt einfach. Der Raketenwerfer hier darf auch noch ein bisschen Schaden machen. Und zwar auf wen? Ich habe keine Ahnung. Ich warte erstmal noch mit dem Raketenwerfer und greife erstmal mit anderen Leuten an. Vielleicht kristallisiert sich dann heraus, was sinnvoller ist, aufzusparen an Angriffen für den Raketenwerfer. Denn ich möchte ja so effektiv sein wie möglich. Und deswegen warte ich einfach mal ab und gucke, was ich schon mit den anderen Einheiten wegräumen kann hier. Ihn hier vielleicht noch? Yo. Und dann kann der Raketenwerfer genau den letzten Infanteristen auf Olafs Basis angreifen und vernichten. Das ist ein wunderbarer Plan. So. Und das Geile an Raketenwerfern ist natürlich auch, dass man überhaupt keine Gegenangriffe zu befürchten hat. Das gibt es in diesem Spiel nämlich nicht und ich glaube, das ist auch in keinem anderen Advance Wars Teil so. Außer in Days of Ruin. Das ist der einzige Teil, den ich nicht kenne. Das ist ja der vierte Advance Wars Teil, wenn man so möchte. Aber gehört nicht mehr zu... Also er gehört meiner Meinung nach nicht mehr wirklich zu dieser Spieleserie, weil es nicht mehr im gleichen Land spielt und die Charaktere sind nicht mehr vorhanden, die es hier gibt. Und so komische Sachen.
deswegen, ja, gehört er nicht zum Kanon, meiner Meinung nach. So, bewegen wir mal das hier nach vorne. Kann nicht schaden, glaube ich. Und den Heli, was machen wir mit dem Schlaues? Kann ich den vielleicht irgendwie benutzen, um den Raketenwerfer anzugreifen? Das wäre doch genial, oder? Ich hoffe nur, ich werde nicht selber in von seinem Kampfheli dann attackiert, weil das würde böse ausgehen. Okay, er hat jetzt nur noch wenig Einheiten, aber ziemlich fette Einheiten. Das ist ein bisschen doof. Und er ist geschickt gewesen, dass er tatsächlich in den Wald reingefahren ist. So hat er natürlich eine höhere Deckung. Ah, gut. Müssen wir gucken. Obwohl, andererseits war es auch nicht dumm, weil er hat sich in die Reichweite von meinem Artilleriegeschütz bewegt. Es hat angefangen zu regnen. Das ist ein wahrer Segen. Regen verringert das Vorankommen. Und warum ist es jetzt ein Segen? Verstehe ich nicht. Und noch etwas. Er schadet Olaf. Er kommt buchstäblich zum Stehen. Nun musst du ziehen. Erledige ihn mit einem einzigen Schlag. Ich fürchte nicht, dass ich das hier in einem Schlag beenden kann, Nell. Naja, gut. Aber Olaf mag keinen Regen. Bedeutet, dass er ist jetzt noch bewegungsunfähiger, als er sowieso schon war. Das wäre natürlich toll. Dann kann ich ja fast theoretisch auch mit meinem Raketenwerfer hier ein Stückchen nach vorne düsen und versuchen, so weit nach vorne komme ich leider nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Bin am Überlegen, wie ich diese Mission jetzt halbwegs schnell auch beenden kann. Mir fehlt da noch irgendwie eine gute Idee. Greife ich mal zuerst hier mit ihm an, weil ohne Gegenwehr ist immer toll. Und jetzt ist er schon direkt angeschlagen mit seinem Kampfpanzer. Und hat weniger Gegenwehr für meinen eigenen Kampfpanzer. Ziemlich gute Kombination hier. Da würde es bestimmt Punkte bei irgendeinem Kombospiel geben. Oh, wie viel Schaden ich gemacht habe. So viel hätte ich gar nicht machen dürfen. Das kann gar nicht sein. Das wäre jetzt lustig, wenn der Infanterist den töten kann. Aber nee, 0%, das ist nicht hoch genug. Das ist nicht hoch genug. Wie weit kommt denn jetzt sein Heli? Oh, ich könnte den Raketenwerfer angreifen. Soll ich probieren? Ja, probieren wir das. 23 Schaden ist jetzt nicht die Welt. Aber gut. Ich bin auch am Überlegen, wen der Kampfpanzer denn da jetzt angreifen könnte. Vielleicht kann ich auch diese priorisierten Angriffe auf TTPs und so ein bisschen ausnutzen. Es wäre natürlich richtig genial, wenn ich den Kampfpanzer hier in Reichweite des Raketenwerfers irgendwie locken könnte. Aber wie genau das zu funktionieren hat, das weiß ich noch nicht. Da muss ich mir noch was Lustiges ausdenken. Besetzen wir einfach nochmal die Städte, weil wir sonst sowieso nichts Sinnvolles zu tun haben mit diesem ganzen Fußvolk, mit dem Proletariat quasi. Aber mehr tolle Sachen kann... Boah, die Bewegungsreichweite. So groß. Naja, gut. Mehr können wir erstmal nicht machen, glaube ich. Deswegen kann Olaf ruhig wohl gerne wieder eine Runde übernehmen. Mal gucken, wie er sich so schlägt. Was ist denn jetzt los? Regen? Oh nein, ich habe einen Regen, aber wir geben nicht auf. Oh, er greift tatsächlich den Helikopter an mit seinem Kampfpanzer. Verdammt, und das wird... Okay, hat doch nicht gereicht. Das wundert mich. Ich hätte gedacht, es würde reichen. Aber Kampfpanzer sind einfach voll Crap gegen Helikopter, wie es auszusehen scheint. Leider ist er jetzt nicht in Reichweite meines Raketenwerfers, was der eigentliche Plan war. Na gut. Also die Mission hier, die ist schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Weg mit dir, du elender Kampfpanzer. Aber so ganz viele Einheiten hat er jetzt ja gar nicht mehr am Start. Vielleicht schaffen wir das ja noch heute. Das wäre doch ein Traum, oder? So, er hält kein Stückchen nach vorne, er auch. Oh, die sind so lahmarschig, ey. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Raketenwerfer kommt natürlich auch kaum voran. Oh, das ist so nervig. Aber sowas von nervig. Ich kann nichts machen, weil ich hier nicht durch den dummen Wald komme. Der Regen blockiert mich so sehr. Ich sollte mit dem Helikopter aber ein Schrittchen zurück, weil das sonst böse ausgehen könnte. Und der Raketenwerfer, verdammt. Verdammt. Mist, und auf diesen Wald kann ich mich auch nicht stellen, weil da wiederum... Ach, blöde Sache. Jetzt kann der Raketenwerfer tatsächlich meine Flak angreifen und ich verwechsel immer diese Namen. Das ist unglaublich. Na toll, und ich kann den Flugdingsens hier sowieso nicht heilen, weil es keinen Flughafen gibt auf dieser Map. Naja, aber wir werden es wahrscheinlich trotzdem schaffen, früher oder später. Vielleicht nicht mit dem optimalen Ranking, weil hier diesen Schaden hier, den hätte ich auch verhindern können. Und es ist nicht mal meine eigene Stadt, auf der ich draufstehe. Bedeutet, ich bekomme keine 2 Bonus HP. Aber vielleicht ist jetzt ein Kampfpanzer in der Reichweite meines Raketenwerfers. Dann hätte dieses Opfer zumindest eine Sache gebracht, nämlich einen positionellen Vorteil. Und ich glaube, die Reichweite müsste passen. Also der Kampfpanzer sollte ordentlich jetzt was auf die Mütze bekommen. 44% nämlich.
Das ist schon mal eine ganz ansehnliche Hausnummer. Wunderbar. Aber kann ich irgendwie noch... Ich habe hier nichts mehr, was richtig viel Schaden machen könnte. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht mit Einheiten jetzt wieder so dumm in die Raketenwerferreichweite hier. Ich guck mal, bis wo ich den Kampfpanzer bewegen kann. Ohne in die Reichweite zu kommen. Hier, okay, bei diesem Berg. Mal schauen, was passiert. Auch wieso können die sich nur so lahm bewegen, ey? Das ist eine Qual. Eine Qual ist es. Ich sage euch das. Ja, sinnvolle Sachen. Kann ich sie noch tun? Oder gibt es keine mehr zu tun? Sinnvolle Sachen. Sie sind ausverkauft heute. Ich kann natürlich auch Einheiten in so einen Transporter laden. Aber das bringt mir doch nichts in diesem Fall, oder? Ich glaube, das ist Sinn. Ich könnte natürlich hier eine Einheit droppen, die dann den Raketenwerfer anzugreifen droht. Aber dann zieht er sich einfach zurück mit seinem Kampfpanzer. Und dann bin ich auch geliefert. Ja. Obwohl, auf dem Berg kann ich entladen. Auf dem Berg könnte ich entladen und dann in der nächsten Runde zu Fuß zu dem Raketenwerfer gehen. Der Infanterist sollte jetzt von nichts getroffen werden können. Mal gucken, ob das so der Realität entspricht. Ich wette nein und ich habe wieder was übersehen, aber ja, das kennen wir ja inzwischen schon. Ja, so ein Taktikspiel, das erfordert natürlich auch großartige technische Raffinesse und man muss alles im Blick haben. Und da bin ich natürlich spitzenmäßig drin. So, aber ich möchte gerne mal diesen dummen Kampfpanzer jetzt aus dem Weg räumen. Der nervt mich nämlich schon die ganze Zeit. Und ganz ehrlich, ich hätte gerne, dass der Regen aufhört. Ich mag den nicht. Hier ist nämlich alles jetzt matschig. Matschepampe. Matschepampe ist blöd. So, 23 Schaden macht der Infanterist am Raketenwerfer. Das ist mehr, als ich dachte. Ziemlich coole Sache. Und ich kann es jetzt, glaube ich, auch riskieren, mal den Konvoi durch die Engstelle hier zu schicken. Damit wir früher oder später mal vorankommen hier hauptsächlich. Es ist ein bisschen doof, dass ich den Flak verloren habe, weil der Flak doch die perfekte Antwort gewesen wäre auf den Helikopter, den er noch parat stehen hat. Wieder mal doof. Aber gut. In der nächsten Runde sollte auf jeden Fall der Raketenwerfer dran glauben. Und dann hat er nur noch eine Flugeinheit, die ein bisschen nervig ist, weil ich die nicht wirklich effektiv angreifen kann. Obwohl, ich habe noch ein Missile-Geschütz. Aber das kommt ja kaum voran hier. Noch weniger Bewegungsreichweite hat man noch nicht gesehen in diesem Spiel, glaube ich. Und ich könnte natürlich mit dem Kampfpanzer auch versuchen anzugreifen. Aber das ist doch sinnlos. Das ist doch der größte Schwachsinn, weil der macht nichts an Schaden an Helikopters. Helikopters! Naja, bewegen wir einfach mal alle unsere Einheiten ein Stückchen nach vorne. Mal gucken, was passiert. Mal sehen, was Olaf sich ausdenkt. Sein Raketenwerfer dürfte auf jeden Fall nicht mehr allzu doll reinhauen jetzt. Und er greift natürlich auch den TTP an, was der größte Schwachsinn ist. Aber gut. Oh, Nell ist sogar so glücklich darüber, dass sie nicht mal weint, sondern glücklich aussieht. So, und jetzt kommt die letzte Einheit von ihm. Wird aktiviert. Macht aber kaum Schaden. Das finde ich natürlich fein. Aber wie gesagt, ich habe auch nichts, was irgendwie ihn angreifen kann. Und ich glaube nicht, dass er in die Reichweite des Missiles geflogen ist, oder? Nein. Aber fast. Wenn ich ihn hier stelle und der Helikopter da stehen bleibt, wo er jetzt ist, dann kann ich ihn abballern. Das wäre natürlich ein Traum. Aber erstmal probieren wir hier unser Glück, den Raketenwerfer wegzunatzen. Ja, ja, das sollte aber innerhalb dieses Tages funktionieren. Dann können wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Ob wir tatsächlich noch irgendwie schaffen, den Helikopter gefechtsunfähig zu machen. Denn das wäre ein großer Traum von mir. Das wünsche ich mir schon die ganze Zeit. Wäre ich doch nur nicht so unvorsichtig mit meinem Flak gewesen und hätte ihn nicht treffen lassen von dem Raketenwerfer. Dann hätte ich diese Misere gar nicht erleben müssen. Können Infanteristen Flugeinheiten eigentlich angreifen? Ja, aber ist nicht sonderlich effektiv jetzt. Ich hoffe, er bleibt da stehen. Ich hoffe, er fliegt nicht auf diesen Square, wo der Cursor gerade ist, weil da ist mein... Das ist nicht abgedeckt. Nicht abgedeckt von meinem Dingsens hier. Mein Dingsbums, mein einziges Anti-Air-Geschütz hier, mein Missile. Na gut. Wir können auch hier 10 Schaden machen, einfach mal so. Aber ist das sinnvoll? Ja, probieren wir einfach aus, mal gucken, was passiert. Und danach ist Olaf wieder dran. Es wäre vielleicht sogar sinnvoll gewesen, das Hauptquartier jetzt zu besetzen. Und wieso mache ich das eigentlich nicht? Ich hätte doch jetzt schon anfangen können mit dem Besetzen. Ich habe hier eine volle Infanterie. Aber ich habe es nicht gerafft. Habe es verplant. Vercheckt. Naja, nächsten Tag. Es gibt ja immer noch einen Morgen. Oh, wie dumm bist du denn? Du bist in die Reichweite. Oh, das war keine gute Idee, lieber Olaf. Jetzt hast du gerade deine letzte Einheit hier quasi in den Untergang geschickt.
weil mein Missile jetzt darauf schießen kann. Das war natürlich alles geplant. Ich hatte das voll im Blick, dass da der Transport-Heli war und dass er immer auf dem... So, ich muss da noch weg. Nein, wir besetzen das jetzt einfach und dann ist die Sache gegessen. Habe ich noch irgendwie einen Lockvogel hier, den ich sonst irgendwo hin platzieren kann? Nee, sieht nicht so aus. Ja, ja. Hier kann ich auch angreifen, macht aber kaum Schaden. Ach, das ist alles ein bisschen blöd, dass das hier alles so ineffektiv ist. Ich könnte hier theoretisch eine Verteidigungswall aufbauen, dass er da so weit den Weg so weit wie möglich gehen muss, um an meinen Infanteristen zu kommen, der hier besetzt. Das ist, glaube ich, eine Idee, die ganz schlau wäre. Obwohl doch, ich habe hier noch einen TTP. Vielleicht greife ich jetzt ja den TTP an. Das wäre richtig cool. Und um ganz sicher zu gehen, dass er nicht meinen besetzten Infanteristen angreift, habe ich den hier jetzt einblockiert. Und jetzt kommt er da nicht durch. Ziemlich geile Sache. Im Optimalfall greift er jetzt meinen TTP an und vernichtet ihn nicht. Ja, geil. Du bist ja sehr vorhersehbar, lieber Olaf. Ja, dann gewinnen wir doch noch durchbesetzen. Hätten wir auch locker einen Tag früher schaffen können oder noch mehr Tage früher. Aber gut, so, dann bitte beende es. Wir haben lange genug hier verbracht. Jeder Kommandant hat eine besondere Gabe. Olaf beispielsweise ist im Schnee bevorteilt, aber im Regen verloren. Unabhängig davon, was du diesmal großartig, dieses Mal aber nur, siegst du im nächsten Kampf, habe ich dir alles beigebracht, was ich weiß. Der nächste Kampf wird der letzte sein, den wir gemeinsam kämpfen. Mach weiter so. Nicht mal meine Falle hat funktioniert. Wenn ich nicht bald gewinne, erhalten sie alles mühsam erkämpfte Land zurück. Na, aber wartet nur. Das Wetter hat dich gebeutelt, aber du hast gesiegt. Mit einem Arang tatsächlich. Das ist überraschend. Erstaunlich. Na gut, wie es weitergeht hier im Kampftraining und ob wir auch die letzte Mission noch schaffen können, das werden wir allerdings erst das nächste Mal erfahren, wenn wir wieder eine Runde Advance Wars zocken. Dann geht es nämlich weiter mit dem Kriegsnebel. Bis dann, Leute, und ciao!